Schämt ihr beide euch nicht, was ihr hier gerade macht? Hallo, meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Heute gab es ordentlich Action vor Sidos Gartenpforte. Schauen wir uns das doch mal in Gänze an. Für seine Reaktion wird Sido im Netz gefeiert. Und auch wenn ich ja früher selbst Reporter bei Bild war, muss ich sagen, völlig zu Recht. Als ich 2003 bei Bild hinschmiss, begann Sidos Karriere gerade eben erst, sonst hätte ich vielleicht auch mal vor seinem Gartentor gestanden. Stattdessen stand ich aber vor Dutzenden anderer Türen und Toren prominenter oder auch mal nicht prominenter Menschen. Einmal bekam ich den Auftrag, bei der uralten Mutter von Verona Poth, die damals noch Verona Feldbusch hieß, zu klingeln und sie zu fragen, was sie denn zu Hause macht, warum sie denn nicht auf der Hochzeit ihrer eigenen Tochter sei, was denn da los wäre, das könnte doch nicht sein. Erzählen Sie doch mal, Frau, ich habe den Namen vergessen, sie hatte einen anderen Namen, sie hieß nicht Feldbusch. Und die Dame wirkte sehr traurig, was ja auch logisch ist an so einem Tag, wo man auf die Hochzeit der eigenen Tochter nicht eingeladen wird. Und schlug mir dann auch ziemlich schnell die Nase vor der Tür zu. Ich habe es vorher noch geschafft, sie abzuschießen, wie man in der Branche sagt. Das bedeutet, ich habe sie gegen ihren Willen fotografiert. Solche Aufträge, meine Lieben, bekam ich im Dutzend billiger und ich habe sie gehasst. Klatschreporter zu sein, das tut der Seele nicht gut. Du denkst nur noch in Geschichten, alles könnte eine Geschichte sein. Jeder Mensch könnte eine Geschichte sein. Man kommt sich vor wie so ein Versicherungsvertreter. Und es zählen vor allen Dingen auch nur die negativen Geschichten. Hochzeit ist langweilig, Scheidung ist gut. Vielleicht gibt es auch noch einen zünftigen Rosenkrieg, das wäre noch besser. Ein Prominenter hat den Krebs besiegt, auch eher langweilig. Ein Prominenter hat Krebs, super Story. Sofort machen, hinder, klingeln. Von daher habe ich volles Verständnis für Sidos Frage an die Bildreporter, ob sie sich nicht schämen würden. Denn ich habe mich früher auch geschämt. Doch was in eigener Sache, ihr seht mich hier auf meiner Terrasse, das solltet ihr an sich gar nicht, denn eigentlich sollte ich jetzt im Flugzeug sitzen bzw. schon in Düsseldorf gelandet sein, denn ich wollte morgen, jetzt kann ich es ja verraten, von der Stuttgarter Demo berichten. Ich wäre dann mit dem Auto mit meiner Freundin von Düsseldorf nach Stuttgart gefahren, doch leider habe ich den Flug verpasst. Unverschuldet übrigens, ich habe es nicht geschafft, meine Bordkarte vorzuzeigen, weil sie sich nicht anzeigen ließ. Ich habe keine Ahnung wieso, ich bin schon tausendmal mit Eurowings geflogen. Es gab nie Probleme, heute ließ sie sich nicht anzeigen. Es war natürlich auch kein einziger Mitarbeiter von Eurowings auf dem beinahe menschenleeren Flughafen. Und in der Hotline hätte ich 45 Minuten warten müssen. Da war der Flug dann lange weg. Sehr, sehr schade. Aber ich hoffe, nächste Woche geht es weiter. Dann werdet ihr mich nächste Woche sehen. Dann nicht in Stuttgart, vielleicht in Berlin. Mal schauen. Haut ihr rein, meine Lieben. Macht weiter und bis später.